Hallo und willkommen zurück mit den neuesten Nachrichten über The Sommerhaus der Stars. Das scheint was Ernstes zu sein, der Freund von Annemarie Eilfeld, Tim, leidet anscheinend noch immer unter der Attacke von Diana Heroldsmann Michael. Es war einer der ersten Skandale der aktuellen Staffel vom Sommerhaus der Stars. In Folge 4 kam es beim Spiel Tierisch Blind zu einem Vorfall, der im Krankenhaus endete. Die Männer steckten in Tierkostümen und konnten nichts sehen. Die Aufgabe der Frauen war es, ihre Partner per Kommandos durch einen komplizierten Parcours zu lotsen. Am Ende der Strecke warteten Keulen auf die Männer, mit denen sie eine Pinata kaputtschlagen sollten. Wer das in der Pinata versteckte Herz zuerst in die Finger bekam, ging als Sieger aus dem Spiel heraus. Was dann passierte, konnte man sich fast schon denken. Ex-Bully-Paradestar Diana Herold rief ihrem Mann Michael zu, dass er jetzt unter der Pinata stehe und zuschlagen solle. Doch leider verfehlte er sein Ziel und ließ die Keule unglücklicherweise direkt auf den Kopf von Tim sausen, der direkt benommen zusammensackte. Die Hysterie war in der Folge natürlich riesig. Der Notarzt rückte an, der Verletzte kam ins Krankenhaus. Annemarie war natürlich außer sich und beschuldigte Diana, mit voller Absicht gehandelt zu haben. Die Sängerin war in großer Sorge, wie sie im Interview erzählt, wenn was Schlimmeres passiert wäre, hätte ich mir das niemals verzeihen können. Wie die Ex-DSDS-Teilnehmerin jetzt auf Instagram preisgibt, hat ihr Freund auch heute noch mit den Folgen des Schlages zu kämpfen. Demnach ist Tim noch immer in gelegentlicher Behandlung und hat des Öfteren mit Schmerzen und Schwindel zu kämpfen. Gute Besserung! Schreiben Sie uns in der Zwischenzeit Ihre Gedanken in den Kommentarbereich unten. Und wie immer, besuchen Sie unseren Kanal, um die neuesten Nachrichten, Updates und Enthüllungen über Sommerhaus der Stars. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Tschüss.